ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich bin heute fertig geworden mit meinem Projekt Küche. Ich habe tatsächlich jetzt alles soweit durch. Meine Frau hat ihre Dekoration auch fertiggestellt. Es ist alles geputzt und fertig. Also, boah, endlich ist durch. Wir haben jetzt 3 Monate fast gebraucht, um die Küche komplett zu renovieren. Ihr habt ja die Möglichkeit gehabt, die ganze Renovierung zu verfolgen. Und ja, unglaublich, aber wahr. Ich werde nachher mit meiner Frau zusammen einen Sekt trinken. Das müssen wir ja irgendwie feiern, das Ganze. Ich werde euch noch einen kleinen Rundschwenk machen durch das Ganze, durch die ganze Küche hier. Aber zuvor zeige ich euch jetzt noch, was die letzten 2 Tage passiert ist. Da haben wir hier den hinteren Bereich noch gefliest und das Finish gemacht. Und ja, das möchte ich euch jetzt kurz zeigen und danach sage ich noch ein paar Worte dazu. So, heute ist wieder unser Großkampftag. Heute habe ich meinen Vater wieder eingeladen, beziehungsweise meine Frau hat ihn eingeladen, dass es schneller geht, zum hier die Wand tapezieren. Und ich tue jetzt parallel hier die Fliesen dann an die Wand dran machen. Ich habe hier nochmal die Laibung nachgebessert. Das ging durchs Qualitätsmanagement nicht durch. Deswegen arbeite ich jetzt da gerade noch ein bisschen nach und dann kann ich endlich die Fliesen ranbauen, rankleben. Habe ich jetzt zwischen der alten Fliesenwand und der Arbeitsplatte habe ich jetzt auch noch mal Silikon reingemacht, damit falls meine zweite oder meine erste Silikonfuge versagt, habe ich hier immer noch die zweite, die dann verhindert, dass das Wasser in die Arbeitsplatte hinten reinlaufen kann. Ist einfach noch mal eine zweite Sicherheitsmaßnahme. Ich war mir jetzt immer noch ein bisschen unschlüssig, wie ich die Aufteilung mache, aber so, denke ich mal, wird es jetzt werden. Ich habe mir dann noch lange hin und her Gedanken gemacht, das Problem ist auch mit den Steckdosen hier. Ich wollte sie nicht in der Mitte drin haben, weil sonst muss ich das innen rausknabbern. Und wenn ich das jetzt so mache wie hier, dann kann ich einfach hier in die Länge reinschneiden. Ich kann das rausbrechen und dann habe ich meine Steckdose schon im Prinzip aus der Fliese raus. So, ich zeige euch mal kurz, wie ich das mache, wenn ich den zum Einschnitt. Ich habe jetzt hier reingesägt und hier mit dem Fliesenschneider, also mit dem Anreißer, einfach mal einen Riss ran gemacht oder so angekratzt. Und jetzt in der Hoffnung, dass wenn ich jetzt da vorsichtig drauf klopfe, dass es so genau rausbricht. Die Gefahr ist immer, dass es auch hier brechen kann. Aber sieht gut aus. Manchmal auch Glück gehabt. So, die erste Reihe habe ich jetzt schon mal dran. Perfekt. Hat eigentlich besser geklappt, wie ich gedacht habe. Auch da unten die Fuge, da kriege ich eine vernünftige Silikonfuge hin, die nicht zu breit wird. Jetzt machen wir mal die zweite Reihe. Da wird es ein bisschen schwieriger, weil ich da mehr einschneiden muss. Aber auch das kriegen wir irgendwie hin.
jetzt bin ich soweit, habe die ganzen Fliesen drauf, bis auf das eine da oben. Da kommt das noch hier rein, das muss ich jetzt noch zuschneiden, reinkleben. Und dann bin ich mal mit der Seite fertig. Jetzt noch die Seite, die Restarbeiten machen und dann ja, kann das ein bisschen trocknen, ausfugen das Ganze noch. Und ja, dann bin ich mal soweit fertig. Nein, fertig bin ich noch lange nicht. Und dann muss jetzt noch Silikonfuge rumgemacht werden, dass es sauber dicht ist. Aber es wird durchhalten. Eine Nahaufnahme, wie ich das mit den Kartons gemacht habe, was dass man das mal sieht. Die habe ich immer dazwischen reingeschoben als Abstandsmaß. Die kann ich jetzt wieder rausmachen, weil der Kleber schon so weit hart ist. Da drüben habe ich es schon rausgemacht. Kann ich das ausfugen? Jetzt komme ich hier zum Ausfugen. Ich mache das so ein bisschen auf meine vielleicht unorthodoxe Art, aber so habe ich mir das angewöhnt und so komme ich auch damit klar. Natürlich, es gibt immer gewisse Techniken, die die Profis machen, aber wir Heimwerker, wir müssen einfach das so machen, dass es für uns am geschicktesten ist und dass das Ergebnis dann nachher super aussieht. Ob das jetzt ein bisschen umständlich ist oder nicht, why not? Wir haben das nicht gelernt, aber wir kriegen es trotzdem hin. Gewisse Zeit angetrocknet, jetzt können wir es dann wieder mit dem Schwamm nacharbeiten. So, das erste Abwaschen ist soweit jetzt mal fertig. Jetzt kann das noch ein bisschen trocknen und dann mit dem nassen Schwamm nochmal sauber den Schleier abputzen. Da muss man jetzt bestimmt zwei, dreimal drüber putzen, bis es einigermaßen sauber ist. Und dann kann ich noch die Silikonfugen machen. Puh. Hier in dem Türenbereich mache ich ja so eine Abschlussschiene drüber. Da habe ich im Baumarkt eine ganz einfache Aluminiumschiene gekauft. Die habe ich da gefunden und die habe ich an den Seiten ein bisschen angepasst. Und die werde ich jetzt einfach mit Silikon
reinkleben. Das reicht vollkommen aus. Ich möchte auch nicht irgendwie bohren, weil da drunter ja die Fußbodenheizung ist. Deswegen klebe ich die mit Silikon hier rein. Dazu fülle ich den Schlitz auf mit Silikon, dichtet auch gleichzeitig ab. So, das war's mit der Abschlussschiene. Jetzt kann das Silikon trocknen. Und dann ist gut. Jetzt habt ihr noch gesehen, was alles noch zum Finish dazugehört hat. Ganz interessant, aber wie gesagt, ich kann jetzt Fliesenarbeiten nicht mehr sehen. Also das nächste halbe Jahr, schätze ich mal, werde ich in der Richtung gar nichts mehr machen. Was jetzt auf dem Film nicht drauf war, das sage ich jetzt einfach nochmal kurz. Die obere Beleuchtung hier in diesem Schattenspalt oder ja, weiß nicht, wie man es genau nennt, habe ich noch geändert. Da habe ich ein anderes Lichtband reingemacht. Meiner Frau hat dieses Weiß nicht gefallen. Da habe ich jetzt ein anderes LED-Band reingemacht und einen Schalter an der Tür. Also nicht mehr mit Fernbedienung, sondern mit einem Schalter. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal durchschwenken durch den ganzen Raum. Hier kommen wir jetzt zur Küchentür rein. Hier ist auch jetzt der zweite Schalter für das Licht. Ich mache mal geschwind das Licht an. Muss ich mal kurz durch. So, jetzt seht ihr oben das Lichtband. Das hat jetzt nur noch eine Farbe weiß. So, meine Frau wollte den Schnickschnack da mit verschiedenen Farben nicht. Jetzt seht ihr auch nochmal schön die abgehängte Decke. Schwenken wir mal runter. Auch mal zum Boden, dass ihr mal seht, wie das jetzt so aussieht mit dem Boden. Dann kommt hier mein schöner gefliester Tresen. Küche mit der neuen Arbeitsplatte. So, und dann gehen wir mal weiter zum neuen Tisch. So, dann schwenken wir mal weiter. Da ist jetzt unser neuer Tisch. So, da gibt es eigentlich jetzt nicht so viel Spektakuläres Neues. So, jetzt schauen wir es uns mal noch von dieser Perspektive an. Mal einen Rundgang durch meine Küche noch gehabt. Ich muss eins sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich da wirklich 3 Monate für den Umbau brauche. Ich hatte so geschätzt irgendwo bei 2 Monaten. Ich wollte eigentlich definitiv bis Weihnachten fertig werden mit dem Ganzen. Aber gut,
Als Heimwerker ist es einfach so, da kann man oft manche Tätigkeiten von der Zeit her schlecht einschätzen. Ich hatte meiner Frau versprochen, dass ich das Jahr noch fertig werde. Das habe ich jetzt Gott sei Dank eingehalten. Bin jetzt aber auch wirklich am Ende mit meinen Kräften. Ich möchte mich bei euch bedanken, die ihr alle so zahlreich doch dieses ganze Projekt verfolgt habt. Ich habe es an den Zahlen gesehen, wie viele Leute die Filme angeschaut haben und auch wie viele Kommentare dazu gekommen sind. Also hat mich echt gefreut, auch für euch mal einen Daumen hoch. Wo ich mich auch noch bedanken möchte, das sind bei den zwei Firmen, einmal bei der Firma Bosch und einmal bei der Firma Skill, die sich da in mein Projekt eingebracht haben mit zwei ganz tollen Maschinen, die mir sehr geholfen haben, das Projekt auch sauber abschließen zu können. Jetzt bleibt mir nur noch eins, auf mein Projekt anzustoßen mit einem guten Sekt. Ich trinke eigentlich gar keinen Sekt, das ist Apfelsaft, aber verratet's niemand. So, ich hoffe, euch haben meine Filme gefallen über die Renovierung von meiner Küche. Ich würde mich freuen, wenn ich auch hier einen Daumen hoch bekomme für den Abschluss. Und ja, schaut doch einfach mal auch auf meinem Kanal vorbei, da gibt es viele andere Filme auch noch im Bereich Do-It-Yourself oder eben auch die ganzen einzelnen Teile über dieses Projekt.